Der Hochschulstandort Koblenz vergrößert sich. Neben der Hochschule auf der Kartause und der Universität in Metternich ist jetzt die Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung ins Dreikönigenhaus in der Altstadt eingezogen. Professor Dr. Silja Graupe ist die Vizepräsidentin der Hochschule und hatte mit Kollegen zusammen im Jahr 2014 die Gründungsidee. Begonnen hat alles damals in Bernkastel-Kues. Also unsere allererste Idee war eine Hochschule praktisch für die Fridays for Future Generation zu gründen. Für junge Menschen, die im Aufbruch sind, für junge Menschen, die total besorgt sind über die Welt und die wirklich was gestalten wollen und interessanterweise auch Wirtschaft gestalten wollen und dafür praktisch in die Vollen gehen. Und wir merken einfach, dass die normalen Hochschulen, gerade in der Ökonomie, es nicht schaffen, diese jungen Menschen zu begeistern. Sie werden in Scheinwelten entführt. Es ist ein hochgradig abstraktes Studium. Und wir sind eine Hochschule in freier Trägerschaft, um praktisch die Strukturen der Universitäten zu verändern, dass die jungen Menschen sich engagieren lernen, dass sie lernen, im Dialog zu sein und tatsächlich weltnachhaltig zu gestalten. Was ist so das Bild der Hochschule? Welche Studiengänge gibt es und wie wird studiert? Also erstmal, wie man bei uns studiert, ist dem Thema angemessen, ist immer sehr thematisch. Wir studieren in Blockseminaren, das heißt, ein Thema wird eine ganze Woche bewegt. Wir machen unheimlich viel mit den Studierenden zusammen. 30% ist praxisorientiertes Forschen und Lernen. Die jungen Leute gehen raus, dort, wo sich Welt verändert, da, wo Probleme sind, und packen tatsächlich mit an. Und sie tun das in 4 verschiedenen Studiengängen, 1 Bachelor und 3 Master. Sie bewegen sich alle in dem Spannungsfeld von Ökonomie einerseits, der Fragen von Gesellschaftsgestaltung, von Organisationsgestaltung und der Gestaltung einer guten Zukunft. Und die Themen, die wir dazwischen aufhängen, ist Nachhaltigkeit, Verantwortungsfragen und die ganze Frage von neuem Vorstellungsvermögen. Was heißt denn eigentlich genau freie Hochschule? Das heißt, dass wir eine Hochschule in freier Trägerschaft sind, die sich zu 100% selbst bestimmt. Wir sind staatlich anerkannt, aber der Staat ist nicht unser Träger, sondern eine eigenständige Treuhand, die wir dafür gegründet haben. Und das heißt, dass eine akademische Selbstbestimmung ist, dass also Studierende dort studieren können, wo Menschen das verantworten, wo wir es alle gemeinsam finanzieren, mit ganz vielen Bürgerinnen zusammen, mit Stiftungen und Unternehmen. Das ist praktisch eine Gründung aus der Zivilgesellschaft für eine Neuordnung der Wirtschaft, eingebettet in Natur und Gesellschaft ist. Welche Studiengänge gibt es ganz genau und was ist das so für eine Art Studierende? Also die Studierenden zu uns kommen deutschlandweit und aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, mittlerweile weit darüber hinaus. Es sind meistens welche, die Erfahrung gemacht haben, entweder in eigenen Unternehmen, von der Familiengeschichte her, aber vor allen Dingen sich auch im Ausland sozial oder ökologisch engagiert haben. Sie kommen aus der Fridays for Future Generation und man kann im Bachelor studieren Ökonomie, Nachhaltigkeit und Transformation und in den Masterstudiengängen auch Ökonomie und Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt Gesellschaftsgestaltung, also politischen Fragen. Für die, die Organisation verwandeln wollen, Unternehmen neu gründen, ist der für Ökonomie, Verantwortung, Institutionsgestaltung. Und dann haben wir den ganzen Fragen, die Neuordnung der Bilder der Gesellschaft. Also für Leute wie Sie, Fragen, wie die Medien arbeiten wollen, in Kommunikationsabteilungen und an politischen Leitbildern arbeiten wollen. Und das ist der Master Ökonomie, Imagination und Zukunftsgestaltung. Was hat Sie denn dazu bewegt, an so einer freien Hochschule zu arbeiten und zu lehren und mit den Studierenden zusammen auch zu leben? 140 Studierende, glaube ich, sind es im Moment. Das ist ja schon sehr persönlich, oder? Ja, wir kennen jeden Studierenden, jede Studentin tatsächlich mit Namen. Wir sind, und ich denke auch, das ist wichtig, wenn man was zusammen gestaltet, dass man auch eine Gemeinschaft ist. Ich selber komme aus dem Unternehmerhintergrund. Und ich denke, wenn Strukturen nicht existieren, wie im Moment an den anderen Hochschulen, um wirklich was Neues zu beginnen, um wirklich ein Start-up zu machen, um Strukturen komplett neu zu organisieren, dann muss man unternehmerisch tätig werden, man muss es selber machen. Und das ist das, was mich antreibt. Und mich treibt an, dass es so viele junge Menschen gibt, die Welt gestalten wollen. Und wir in der Bildung sind verantwortlich, dass sie die Orte dafür kriegen. Und wenn es sie nicht gibt, macht man sie selbst neu. Sie sind noch nicht ganz 6 Jahre alt. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Soll es mal eine riesige Hochschule werden oder finden Sie dieses kleine Feine ganz gut? Also es sind 2 Strategien. Einerseits einen normalen Aufwuchs. Wir werden an diesem Standort auf ungefähr 300 Studierende aufwachsen können, auch in diesem Zeitraum von 5 Jahren. Das Wichtige ist aber, dass wir uns als Ideengeber verstehen. Wir haben die Initiative Wirtschaft von Morgen gegründet, das ist unser Skalierungsvehikel. Das heißt, wir werden jetzt schon von anderen Hochschulen angefragt, von Schulen, von Bildungsträgern, sagen, wie können wir eure Bildung nachahmen.
Wir sind dabei, Erwachsenenbildung, Bildung für Unternehmen zu entwickeln, sodass die notwendige Transformation nicht darüber geht, dass wir plötzlich alle WirtschaftswissenschaftlerInnen ausbilden, sondern dass wir die Möglichkeit für andere geben, sich selbst zu ändern. Und darin wird unser eigentliches Wachstum liegen.